Forbes. Look, mama, I made it to Forbes. Ey Leute, schön, dass ihr wieder da seid. Heute mal ein etwas anderes Thema, und zwar geht's um Black Ops 3. Ich finde ja, Black Ops 3 macht an sich nicht mehr so viel Spaß wie am Anfang. Sagt euch auch jeder andere. Nur das Problem ist, liegt's an den Mitspielern oder liegt's an den Herstellern? An sozusagen an Black Ops selbst? Meiner Meinung nach liegt es nicht an den Spielern. Die Spieler gibt es ja überall. Es gibt überall Abfucker. Okay, kein Problem. Aber ich verstehe es dann nicht, wenn man dann noch Waffen rausbringt, wie zum Beispiel die neue Pumpgun, und dann sowas passiert. Oder wenn du denkst dir gar nichts. Du denkst dir gar nichts Schlimmes. Und ganz normal kommst in die Lobby. Manche Leute gehen, manche Leute kommen. Und du weißt einfach gar nicht, dass so ein richtiger... ...drin ist. Du gehst, läufst ganz normal in deinem Spiel durch die Gegend, wie gewohnt, killst ein paar Leute, läuft alles. Dann gehst du um die Ecke und auf einmal... Verbündete Schwebeladung unterwegs. Dann denkst du dir, Digga, das kann nicht normal sein. Okay, probierst das, neuer Anlauf, gar kein Problem. Ich bin einer, ich bleib zurück, ich rage da nicht los wie die meisten anderen, sondern ich behalte einfach die Ruhe, denk mir, ja gut, der hat mich jetzt geholt, Digga. Passiert mal, ne? Lauf weiter. Und dann so halbe Minute später. Digga, was? Was macht der da? Das kann doch nicht sein, dass man einfach so zerstört wird von so einem netten Menschen, der mit so einer schönen Waffe spielt. Jeder hat die bestimmt erkannt. Es ist die neue Pumpgun. Und die neue Pumpgun ist für mich, hat nichts mit Pumpgun zu tun. Das ist eine Art Raygun-Sniper, was weiß ich. Du schießt eine Druckwelle, die fliegt dreimal über die Map, am besten fünfmal um den Globus und trifft sogar noch das, was du wirklich treffen willst. Und für mich, was ist das noch für eine Pumpgun? Die macht sogar, ich habe es sogar mitbekommen, sie macht sogar Flächendamage. Denn, ja, da zeige ich euch, ich zeige es euch am besten mal. Schaut es einfach mal an. Da, ihr habt es gesehen, er schießt rechts neben mir macht Flächendamage mit einer Pumpgun. Hallo? Wo sind wir denn? Sind wir jetzt in Halo oder was? Nee, verstehe ich nicht. Also Call of Duty hat sich wirklich stark verändert, meiner Meinung nach. Und dadurch verliert man auch langsam die Lust an dem Spiel. Denn, ja, ich habe jetzt allein schon die Kryptos, ne? Ich habe 900 Kryptos gespart. Einfach mal just for fun nach meinem Reset. Ich habe mich ja, war Prestige Master 273, habe mich resettet dann. Und habe mir gedacht, okay, Digga, jetzt sparst du mal die Kryptos. Eigentlich wollte ich sparen, bis ich Prestige Master bin, aber das dauert mir zu lang. Ich weiß gar nicht, ob ich nochmal Prestige Master mache, aber ich denke eigentlich schon, wenn es mal wieder Spaß macht, würde ich auch aktiv wieder spielen. Nur, ich hatte 900 Kryptos, Leute. Habe 30er Packs gezogen und ich habe nicht mal einen kleinen Hauch Dünnschiss bekommen. Gar nichts. Null. Nicht mal vielleicht für irgendeinen Charakter, ein cooles Aussehen. Aber wen interessiert der Scheiß? Ist mir scheißegal, wie ich rumlaufe. Wenn ich Psychedelik reinmache zum Beispiel als Tarnung, da falle ich auf wie ein Elefant im Porzellanladen. Also für mich hat das dann keinen Sinn mehr. Da kann ich mich gleich irgendwo auf die Map stellen und sagen, hallo, hier bin ich, hier könnt ihr mich abschießen. Nee, das ist interessiert mich gar nicht so, die Optik. Sondern ich möchte Waffen haben, mit denen ich spielen kann. So gegen HG40 oder FFAR habe ich ja gar kein Problem. Das sind ja anständige Waffen. Aber die neue Pumpgun zum Beispiel. Oder 200 Millionen Nahkampfwaffen. Wer braucht so einen Dreck? Frage ich mich. Wer braucht so einen Dreck? Ist ja schön anzusehen. Aber, aber man braucht es nicht, oder? Mal ehrlich. Also für mich hat sich Black Ops wirklich sehr, sehr, sehr ins Negative entwickelt. Und ich hoffe mal, ich gehe auf die Gamescom, ich hoffe mal, dass Infinite Warfare wirklich besser wird, auch wenn viele sagen, Zukunftsshooter, dies, das. Es muss nicht schlimm sein, sag ich mal. Kann ja auch irgendwie mal einen Zukunftsshooter geben, der wirklich angenehm zu spielen ist. Gar kein Problem. Die Videos, die ich euch eingeblendet habe, hier mit dem netten Menschen wie... unterwegs. Dieses zum Beispiel. Waren alle in einer Halbzeit, ne? Darf man sich gar nicht denken. In der zweiten Halbzeit ging es natürlich weiter. Das hat nicht aufgehört. Er hat mich immer und immer wieder geholt.
Und es hat mich einfach aufgeregt. Deswegen, ich wollte einfach mal drüber reden mit euch, wie ich Black Ops finde. Es hat, also wie gesagt, meiner Meinung nach hat sich sehr, sehr stark ins Negative entwickelt durch diese ganzen Payable-Waffen, also dieses Pay-to-Win-System. Du musst einen Haufen ausgeben, sie machen dauernd doppelte Krypto-Events, doppelte Waffen-IP. Sie zwingen dich sozusagen damit zu spielen, weil sie genau wissen, dass es gar nicht mehr Spaß macht. Ich weiß nicht, entweder es wird wieder besser oder es verliert irgendwann echt extrem die Spannung im Multiplayer. Zombie-Modus sage ich mal gar nichts, meine Lieblingsmap Eisendrache immer noch. Finde ich richtig geil. Also die Zombie-Abteilung von Treyarch ist richtig gut. Kann man nicht sagen, die machen richtig gute Arbeit. Plus die Multiplayer, ich glaube, da haben sie entweder das Geld nicht mehr dafür gehabt oder denen ist es echt scheißegal, was sie so langsam machen. Die wollen nur noch Kohle haben, so wie es für mich rüberkommt. Und das ist nicht wirklich schön für so einen Spieler, der dann das Produkt kauft und auch wirklich Spaß daran haben möchte. So, ich würde mal sagen, ich habe genug geredet, jetzt kommt ihr dran. Wie findet ihr, ist jetzt Black Ops oder wie findet ihr Black Ops? Spielt ihr überhaupt noch Black Ops? Oder spielt ihr schon was anderes? Wenn ihr was anderes spielt, könnt ihr mir gerne erzählen, was ihr spielt. Vielleicht macht es mir auch Spaß. Ich kann es mal ausprobieren. Aber ich, wie gesagt, meiner Meinung nach, Black Ops ist langsam echt ausgelutscht und wird auch nicht mehr lange leben. Ne? So, in diesem Sinne würde ich mal sagen, lassen wir es gleich mal wieder mit dem Abgeläster hier. Dankeschön auf jeden Fall fürs Zuhören und fürs Zuschauen. Lasst auf jeden Fall bitte mal was unten in den Kommentaren da, wie ihr da zu dem Thema denkt, ob ihr der gleichen Meinung seid oder ob ihr eine andere Meinung vertretet. Würde mich natürlich interessieren. Wünsche euch natürlich jetzt noch einen wunderschönen Tag und wäre cool, wenn ihr einen Daumen nach oben da lasst, abonnieren, wenn ihr noch nicht abonniert habt und vergewaltigt den Like-Button, würde ich sagen. gut, in diesem Sinne würde ich sagen, haut rein, Leute, und man sieht sich. Ja gut, ich würde mal sagen, so viel gibt es gar nicht mehr drüber zu reden. Die Videos, die ich, also die Videos. Vorräte nähern. Wir verlieren Bravo. Jo Leute, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ihr seht mal wieder was Neues. Ein kleines Gameplay-Video aus Black Ops 3. Viele werden wissen, ich habe in der letzten Zeit gar nicht mehr so viel Black Ops 3 gespielt, weil es mir einfach gar keinen Spaß mehr gemacht hat. Ich habe für das Spiel nichts mehr empfunden, es hat einfach nur noch angekotzt. Ich habe gespielt, ich habe mich auch angestrengt. Ich habe auch wirklich manche Runden wirklich hart geschwitzt und ich habe einfach nichts mehr erreicht. Ich dachte mir, Digga, was ist mit dem Spiel passiert?